Der High-Kick kann eine sehr, sehr starke Waffe sein, denn ein High-Kick bedeutet halt ein Kick zum Kopf des Gegners. Wie gesagt, eine starke Waffe, die direkt zum K.O. führen kann. Ein High-Kick birgt aber auch viele Risiken. Wenn ihr einen High-Kick machen wollt, dann müsst ihr den vorbereiten. Ich zeige euch jetzt 5 Möglichkeiten, wie ihr einen High-Kick gut vorbereitet, an den Mann oder an die Frau bringt, also an den Kopf bringt, um damit Erfolg zu haben und den Gegner K.O. zu treten. High-Kicks beim MMA, die werden so ein bisschen kritisch gesehen. Das liegt einfach daran, dass der Weg, den High-Kick nehmen muss, der ist recht lang. Bis ich da oben angekommen bin, das dauert ein bisschen und ich bin selbst sehr instabil. Das ist natürlich so ein Türöffner für ihn, für jede Art von Takedown. Oder für bestimmte Takedowns. Okay. Nichtsdestotrotz, es gibt unheimlich viele Finishes durch High-Kicks. Und zwar richtig satte K.O.s durch High-Kicks. Nicht nur im K1, sondern auch im MMA. Und die kann man nicht einfach wegdiskutieren und sagen, macht keine High-Kicks. Es gibt Leute, die kommen gar nicht so richtig gut hoch mit dem High-Kick. Das ist aber eher ein technisches Problem, da habe ich ein extra Video zu. Heute geht es mehr um Setup. Es gibt Leute, die mögen High-Kicks nicht, aber manche, ja, die lieben High-Kicks. Das A und O ist, das Allerwichtigste ist, ein High-Kick mache ich nicht einfach mal eben so. Ein High-Kick bereite ich immer vor. Ein High-Kick baue ich immer irgendwie ein in irgendeinen Plan, den ich habe. Zum einen so ganz simpel, dass ich ihn erstmal anders fokussiere. Das heißt, wenn wir jetzt beim Sparring sind und ich mache jetzt ständig hier einen Low-Kick, boom, und wir arbeiten hier und ich mache immer einen Low-Kick. Und irgendwann ist er meine Bewegung gewöhnt. Er weiß dann irgendwann Jab, Low-Kick, das mache ich andauernd. Ja, das mache ich 4, 5 Mal, jetzt nicht immer hintereinander, ne, sondern immer mal wieder, immer mal wieder. Ne. Und von High-Kick ist da noch gar nichts zu riechen, das ist noch gar nicht da. Und dann irgendwann mache ich nicht mehr den Low-Kick. Er sieht aber die Anfangsbewegung, die ist genau gleich. Und er ist mehr nach unten fokussiert, vielleicht will er sogar blocken, vielleicht hat er seine Konzentration, sein Kopf ist alles eher nach unten gerichtet und in dem Moment kicke ich hoch und das ist für mich ein gutes Setup, das ist für mich ein guter Aufbau, um dann mit dem High-Kick zu kommen und dann erfolgreich auch den High-Kick zu treffen. Eine zweite gute Möglichkeit für einen High-Kick ist, ich nenne das gleicher Fuß wie Hand, das heißt, normalerweise schlage ich ja einen Jab und komme dann mit dem rechten Bein. Ja, das ist so Standard, das macht man immer und das ist auch völlig in Ordnung, weil ich halt immer wieder meine Spannung aufbaue und die Spannung wieder erlöse. Das ist halt immer so dieses Hin und Her, links, rechts, halt unser Muster. Beim High-Kick kann ich das jetzt sehr gut machen, dass ich, wenn ich hier mit der rechten gekommen bin, dass ich einfach diese Rotation weiter verlängere. Das heißt, ich komme von hier und übernehme, also nehme diese Spannung, die ich hier aufbaue, diese Rotationsbewegung, die führe ich jetzt einfach nach oben hin weiter fort. Das heißt, ich mache jetzt das und komme da oben rein. Das kommt sehr überraschend und das kommt vor allem auch sehr, sehr schnell, weil ich halt nicht diesen Wechsel habe von einer Seite zur anderen. Jab, High Kick dauert länger und ist auch jeder gewöhnt. Das ist so ein Standard. Aber zu sagen, Jab, Cross, High Kick, das ist schon was anderes. Und dann komme ich zweimal oben in den Kopfbereich, aber einmal komme ich frontal rein, was ihn eher dazu neigt, hier in die Mitte zu gehen. Und der zweite kommt so schnell hinterher, dass ich hier recht gut und erfolgreich mit dem High-Kick treffen kann. Die dritte Möglichkeit ist, dass ich seinen Fokus wieder so ein bisschen nach unten lenke. Das kann ich machen, indem ich einen Takedown antäusche. Das sieht jetzt so technisch nicht ganz so schön aus vielleicht, aber es klappt, wenn ich so ein bisschen trainiere. Und zwar, dass ich so tue, als würde ich hier unten reingehen. Also ich würde quasi, entweder tue ich so, als wenn ich einen Jab mache oder aber einen Takedown. Jeder, der MMA macht, jeder, der im Kampf ist, hat Angst in Anführungsstrichen vor Takedown. Zumindest ist er darauf vorbereitet. Und er weiß, wenn ich das mache, wenn ich hier unten reingehe und das realistisch mache, dann weiß er, er muss dagegen was tun. Entweder hole ich mir den Takedown oder, wie jetzt, den High-Kick. Das heißt, ich gehe hier runter, boop, und komme direkt hier oben rein. Und jetzt habt ihr gerade gemerkt, schneide ich auch extra jetzt nicht raus, dass ich direkt so ein bisschen in Stolpern gekommen bin. Das muss man tatsächlich üben. Man muss halt tatsächlich, wenn ich von hier aus direkt hochkomme mit dem High-Kick, dann bin ich manchmal recht instabil. Wenn der trifft, dann kommt er richtig was an, dann ist er richtig gut. Und wenn sein Fokus unten ist, kann das auch ein richtig guter Treffer werden. Aber das muss man trainieren. Das mache ich nicht einfach mal eben so, weil mir gerade einfällt, ich habe jetzt mal ein Video gesehen, mache ich mal so und kick hier oben rein. Das wird so nicht funktionieren. Das müsst ihr also wirklich trainieren. Okay, für die nächste Variante oder das nächste Setup habe ich Leon jetzt mal so ein bisschen an die Seite gestellt und nehme jetzt mal den Sandsack, weil das kann man nicht langsam vormachen. Da muss man schon so ein bisschen Dampf reinbringen. Und zwar ist das jetzt so die Idee, also aus einem Frontkick, also aus so einer Geschichte, einen sogenannten Teep, also dass ich nur so ankick oder auch einen Pushkick mache, dass ich halt aus dieser Frontkick-Bewegung plötzlich nach oben drehe, in den Highkick hinein.
Ich mache das jetzt am Sandsack, weil, wie gesagt, das kann man nicht langsam vormachen, das geht nur schnell. Das geht auch mit dem hinteren Bein, dass ich von hier aus halt dann direkt hier rumgehe. Klappt auch meistens nur dann oder klappt dann am besten, wenn ich auch das anfütter. Wenn ich also quasi im Sparring oder im Kampf immer mal wieder hier sowas hier mache und dann komme ich irgendwann hoch. Dann ist das die Bewegung, die sich dann nach oben hin ändert. Und genau das ist so der Grund für den Erfolg. Ich kann auch von hier aus immer noch richtig hart kicken, wenn ich die Hüfte reinbringe. Muss man natürlich auch trainieren, aber es klappt sehr gut. Und der Vorteil ist, wenn ich hier in die Mitte komme, hat er das schon ein paar Mal erlebt und sein Fokus ist tief und mittig, zentral. Und plötzlich gehe ich außen rum und kick da oben rein. Das ist eine Sache, die die Thais sehr gerne machen im Thai-Boxen, was aber auch im MMA klappen kann, dass ich halt von hier aus da oben reinkick. Und ihr merkt, da kommt schon was an und den hart gegen den Kopf, das kann schon zum K.O. führen. Letzte schöne Möglichkeit für einen Highkick, und das wird oft unterschätzt, ist, das aus einer nahen Distanz zu machen. Und zwar dann, wenn ich mich aus dem Clinch löse, besonders gut am Cage. Wenn er jetzt am Cage steht und wir arbeiten jetzt hier, wir haben jetzt irgendwie so eine Clinch-Situation und ich löse mich hier, dass ich dann von hier aus direkt den Highkick bringe. Das klappt deswegen so gut, weil man einen Highkick immer mit Distanz in Verbindung bringt. Ich denke immer so, ja, ein Highkick ist lang, Kicks sind überhaupt lang und aus der Clinch-Situation heraus rechnet man nicht unbedingt damit. Das bedeutet also, wenn wir hier arbeiten und ich gehe hier raus und mache direkt einen Highkick, dann kann das Ding sehr, sehr überraschend für ihn kommen. Er rechnet eher damit, dass ich hier was mit den Händen mache, dass ich vielleicht wieder in den Cage gehe. Aber wenn ich von da aus plötzlich mit dem Highkick ankomme oder auch mit dem Bodykick, das passt ja nicht nur immer alles für Highkicks, sondern auch für andere Kicks, aber wenn ich dann auf einmal sowas Unerwartetes mache, das kann dann sehr, sehr häufig zum Erfolg führen. Und das wäre auch noch ein schönes Setup, um den Highkick einzubauen. Wie sieht's bei euch aus mit Highkicks? Baut ihr die ein? Baut ihr die gerne ein? Benutzt ihr eine vielleicht der genannten Strategien? Oder habt ihr noch andere Strategien? Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Vielleicht kann man daraus dann nochmal ein Video machen.